Wunderschönen guten Tag miteinander. Endlich ist mein verspätetes Weihnachtsgeschenk gekommen. Schau mal das. Yeah! Sexy Buttons Gen 2. Zweite Generation von den Sexy Buttons sind gekommen. Endlich, die habe ich mir schon lange gewünscht. Da können wir ganz viele coole Sachen testen mit denen. Ich zeige euch die Schritt für Schritt zeigen, was man mit denen alles machen kann. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man es installieren kann. Zumindest bei meinem Model 3 sind da ein paar Kabel dabei. Da müsste da noch der Commander drin sein. Und ja, ich würde sagen, ich packe da mal alles aus und dann zeige ich euch, wie man die installieren kann. Und dann gibt es dann noch weitere Videos, wo wir die einzelnen Funktionen da. Coole Funktionen haben die. Tun wir dann alle durchtesten. Das kommt dann aber in den nächsten Videos. Und ja, Kanal abonnieren auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, geht es jetzt mal an die Installation. Werkzeuge habe ich dabei. Kleine Schraubenzieher und da so ein Plastikteil da zum Clips lösen. Aber das seht ihr ja dann alles jetzt im Video. Also, auf geht's zum Installieren. So, ich hoffe, man sieht's. Dann fangen wir da mal an. Schauen wir mal, was wir da alles mit auseinandernehmen. Das müssen wir sicher wegnehmen. Hey, hey. Haben Sie aber gut zusammengeschraubt, du. So. Das kommt da raus, das ist schon mal sehr gut. Dann müssen wir, glaube ich, den ganzen Gummi hier lösen. So, ganz Gummi lösen wir hier. Kann man nachher einfach wieder einklicken, damit ihr also überhaupt keine Angst habt. Dann hat es hier so einen Clip. Clip, wo man es lösen muss. Besten alles im Fußraum legen, verlieren den nicht. Und dann müssen wir da, müssen wir das ganz wegnehmen oder nicht? Nein, wir müssen es gar nicht ganz wegnehmen. Oder schon? Müssen wir das ganz wegnehmen? Ja. Ja, jetzt mache ich wahrscheinlich besser. Oder ich nehme schnell die Kamera und zeige euch das. Wie das da hinten aussieht. Jetzt müssen wir nämlich den einen Stecker, kommt da in den Blau rein, der frei ist. Und das andere ist ein Zwischenstück. Schau, ob ich euch das gut zeigen kann. Also, die Blau sieht man. Ah, jetzt ist es weg. So. Also, der Blau. Und da müssen wir den Weiß lösen. Da kommt dann der eine Stecker dazwischen. Das heisst, man braucht eigentlich nur das Kabel, so wie es aussieht, das andere nicht. Ich glaube, das andere ist, wenn man es hinten will, in die Mittelkonsole. Man kann es da hinten auch in die Mittelkonsole, da unten dran, kann man es auch montieren. Dort ist bei mir schon besetzt, wegen der ScanMic Tesla. Sorry, wenn da die Kamera ein bisschen rumwackelt. Ich habe nur eine Hand leider. Genau. Da kommt jetzt da dazwischen eigentlich. Und der kommt da einfach im Blauen rein. So, ich kann das gerade machen. Das funktioniert glaube ich sogar mit einer Hand. So. Den ersten haben wir eingesteckt. Den brauchen wir gar nicht. Und der kommt da irgendwie dazwischen. Mal schauen, wie das kommt. Ja, da muss ich da rein drücken und so ziehen. Also, gut, der ist draussen. Dann kommt der
da rein. Und der kommt jetzt wieder da rein. Ist eigentlich ganz einfach, also kann man eigentlich gar nicht falsch machen. Die einzigen Stecker, die passen. Und wenn man beide Hände frei hat, dann würde es noch viel besser funktionieren. Hey, ich sehe schon, Mensch, es nicht gemacht, freihändig. Geht nicht, ich muss schnell ablegen. Ich hatte auch Verkehr gehabt, darum ist es nicht eingegangen. So, jetzt ist da eigentlich alles drin. Und da kommt jetzt der Commander drin. Den müssen wir jetzt noch schnell auspacken. So, da seht ihr jetzt mal die sexy Buttons auspackt, wie die aussehen. Wunderschön, oder? Und das ist der Commander. Früher ist das noch so ein normaler OBD-Dongel gsi. Und jetzt ist das irgendwie etwas Spezielles. Vor allem, es ist viel kleiner geworden. Und man steckt das jetzt nicht mehr da an den grossen Port an, wie es früher war. Man steckt das jetzt neu da an den kleinen schwarzen an. Man sieht das auch da. Das einzige Kabel, das reinpasst. Das heisst, stecken wir das Ding mal da ein. Und dann, ja, dann müsste es eigentlich schon funktionieren. So, alles wieder verpackt. Gummi müssen wir einfach wieder schön reinfummeln da. Das funktioniert eigentlich gut. Und da bei der Klappe, also das Plastikteil, vielleicht nicht da unten klappen, wie ich jetzt das gemacht habe. Jetzt nehme ich da so ein bisschen kleine Beule gegeben. Was sieht. Wahrscheinlich nicht. Egal, das ist ein nicht sichtbarer Bereich. So, auf geht's, ausprobieren. So, da seht ihr, da ist die Sexy Button App. Wenn wir die mal starten. Let's go! Your Homepage. Start Actions. Plug and Play. Commander vs. Cloud. Haben wir immer drei Funktionen pro Button. Einmal drücken, zweimal drücken oder lang drücken. Never miss an update. Erlauben. My Tesla. Commander. Commander required. Connect to new commander. Connecting. Bin ja gespannt. Kann mir fast nicht vorstellen, dass das funktioniert. Connected. Wow. Geil. Manage your door handles. Kickdown. Enable your car's max power. Auto off. Turn off high beam or wipers. Continuous autopilot. Lights. Das ist eine coole Funktion. Da kann man nämlich sagen, dass er am Tag auch die Rückleuchte einschaltet, automatisch. Das mache ich gerade. Machen wir dann auch noch in einem separaten Video. Aber das ist auf jeden Fall eine von den coolen Optionen. Weil wenn es nicht so schönes Wetter ist, schaltet der Tesla nur vorne das Licht ein und hinten nicht. Das heisst, der Auffahrunfall sind eigentlich garantiert. Und mit dieser Funktion kann das nicht mehr passieren. Dann schaltet er automatisch immer auch die Rückleuchte ein. Bei Tagfahrlicht. Coole Funktion. Presenting Doors. Das ist auch ganz geil. Da kann man sagen, dass er Türen automatisch aufmacht, wenn man ans Auto anläuft. Und noch viele einzelne sonstige Einstellungen. Mal schauen, auf Deutsch gibt es das glaube ich nicht. Als erstes will man dann ehemals Firmware-Update machen da. Genau. New Features, Drift Mode Pro, Continuous Autopilot, Half-Pass, Press Smart Action. Und ein paar Software-Fixes und so, Hot-Fixes. Gut, seht ihr auch gerade mal, wie das Update läuft. Das muss ich als erstes eigentlich immer das Firmware-Update machen. So oder so. Prepare for Update. Das ist jetzt eigentlich
so einfach gewesen, die Installation. Es ist eigentlich fast unglaublich, wie einfach das jetzt war. Irgendetwas muss doch noch schief gehen, das kann ja fast nicht sein. Das ist jetzt Updating 2%. Gut, dann machen wir da schnell eine kleine Pause, bis das Update installiert ist. Und dann geht es dann weiter. So, Update erfolgreich, Success. Dann. Dann könnt ihr das eigentlich nachher so im Auto montieren. Genau. So könnt ihr das schön da montieren. Und dann habt ihr da Buttons. Dann könnt ihr da sagen Add Sexy Button. Plus. Dann nehmen wir das S. Nehmen wir das S aus der Kiste da. Das S. Dann steht da Press and Hold. Drücken wir mal drauf drücken. Error, something went wrong. Dann probieren wir es nochmal. Press and Hold. Success. Jetzt haben wir da den Button 1. Ah, ich sehe es ja dann eh gross. Muss gar nicht da. Button 1. Und jetzt können wir da sagen. Ah, okay. Also, wenn wir einmal drücken, müssen das Handschuhfach aufgehen. Das funktioniert schon mal. Das ist schon vordefiniert. Dann könnt ihr da Double Press Action machen. Please be warned, Single Press Action will be delayed with 0,3 Seconds. Okay. Also 0,3 Sekunden verzögert, wenn man eine Double Press Aktion macht. Dann können wir da zum Beispiel jetzt sagen, ui, das ist ja jens, das. Acceleration, Chill, Sport, Plaid, Auto, Charging, Mirrors, Heated Seat, Lacto, Mir, Gear Shift. Ah, das ist geil, da kann ich zwischen D und R kann ich wechseln. Das müssen wir auch ausprobieren. Und jetzt löschen wir die Single Aktion und machen da einfach eine Single-Aktion. Stopping Mode, Traction Control. Ah, da. Drift Mode, Slip Start, Off-Road Snow, Safe Action. Können wir da einfach einmal drücken und dann haben wir Drift Mode eingestellt. Okay, coole Sache. Ja, dann würde ich sagen, probiere ich mal, ob der Drift Mode funktioniert. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wo wir da ganz viele Funktionen ausprobieren. Ich tue in der Zwischenzeit mal noch alle Buttons konfigurieren, dass ich euch gewisse Sachen kann zeigen. Was es auch noch dabei hat, ist ganz viel so Sticker, wo man dann kann auf Buttons drauf tun. Super coole Sache. Gefällt mir wirklich sehr gut, die sexy Buttons. Da werde ich viel Spass damit haben und ihr hoffentlich auch. Und wenn ihr das bestellen wollt, könnt ihr unten in der Beschreibung hat es einen Link, den könnt ihr bestellen. Ich weiss gar nicht, ob noch eine Aktion ist oder nicht. Und sonst würde ich euch auf jeden Fall noch einen Aktionscode organisieren. Da können wir sonst einfach schreiben. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Video. Peace. Ciao zusammen.